Herzlich willkommen am TT-Kanal, Leute, zu einer Runde Bang der One Piece Edition mit Anne, Shigo, Flocke, Maru und Kundran. Hallo. Hallo. Wir spielen also zu sechst, bedeutet drei Piraten, ein Admiral, ein Marinespieler und ein Warlord of the Thief, bedeutet drei, zwei und einer Teams. Und Bang wird sich selbst erklären, wer es noch nicht von euch kennen sollte, obwohl ich glaube, wir haben Bang auch schon mal, ne, auf dem TT-Kanal hatten wir es noch nicht, aber jeder, der irgendeinen Kanal von uns abonniert hat, wird Bang schon mal gesehen haben, hoffe ich. Es erklärt sich nach ein, zwei Runden selbst. Die Piraten müssen gewinnen oder können gewinnen, indem sie den Admiral töten. Der Admiral gewinnt, indem er der letzte Lebende ist. Der Marinesoldat gewinnt mit dem Admiral zusammen, wenn sie die letzten Überlebenden sind. Und der Warlord of the Sea gewinnt, wenn alle anderen Spieler tot sind. In der Hinsicht relativ simpel also erklärt. Und wir ziehen jetzt erstmal alle der Reihe nach eine Rollenkarte, sodass. Ah, ne, die Rollenkarte, also könnt ihr einfach hier von dem Stapel nehmen. Zieht sie erst in euer weißes Feld, sodass man sie nicht sehen kann. Ne, alle da noch nicht. Die wird sich dann automatisch. Also, so müsste sie sein. Ich habe die Karte geklaut. Nee, ja. Ich sehe das Feld nicht, ist okay, das Ding. Das wird bei mir nicht angezeigt. Nee, du musst einfach so weit wie möglich zu dir ziehen. Dann, ich sehe es, die Karte hat sich ja gesehen. So, der Admiral legt seine Karte offen hin. Nur der Admiral, alle anderen legen sie verdeckt in das untere rechte Feld. In den Dingern, okay. Unteres rechte. Ah? So. Kundran. Na, Kundran ist der Admiral. Jetzt gibt es dann noch mich als Marineoffizier, der sein Kollege ist. Und den Warlord und drei böse Piraten. Wir ziehen jetzt nach und nach eine, ich könnte hier auf Deal drücken, dann würde jeder seine Klassenkarte bekommen, aber wir ziehen die nach und nach, damit wir alle vorlesen können. Kundran fängt an, zieht der seine Warlord fängt an, da bin ich auch für, der Warlord, wer möchte, der Warlord. Du musst schneller ziehen. Ja. Nein, nicht. Da, jetzt. Okay. Kundran ist... Ihr könnt alle mit der Maus drüber gehen und alt hovern. You take no damage from any dual cards. You can only attack once per turn. This effect is above every other effect in the game. You only do one card per turn. Er hat zwar sehr viel Leben, mit 8 Leben eine. Müsste die Karte mit dem meisten Leben sein. Es gibt noch andere 8 Lebenskarten. Das ist sehr, sehr viel. Er zieht aber nur eine Karte pro Runde. Das ist ein echter Minuseffekt. Und er kann nur einmal die Runde angreifen. Es gibt Waffen, die erlauben es, dir mehr Angriffskarten pro Runde zu spielen. Und selbst diese Karten bringen gegen seinen Charakter nichts. Also der Effekt ist über dem. Also er wird wirklich nur einmal pro Turn angreifen können. Der Admiral hat ein Leben mehr, als auf der Karte steht. Dafür kann er aber nicht duelliert werden. Also du kannst dich nicht mit ihm duellieren. So, Anne, du bist dran. Okay. Einfach Linksklick ziehen, ne? Genau, Linksklick und dann... Charakter. Und hier offen aufdecken, ne? Genau. Also Admiral ist eigentlich ziemlich gut. Ja, ich denke auch für den Admiral, das ist... So. Du kriegst ja auch 9 Karten. Die Anne hat leider nur 3 Leben. You can consider all Peak Cards as Attack Cards. If you have no weapon equipped, you may steal one from a player or from the discard pile. Bedeutet, Anne kann sich jede Runde, wenn sie dran ist, eine Waffe von einem anderen Spieler klauen, sofern sie keine besitzt. Und sie kann alle Karten, die ein Peak-Symbol oben rechts in der Ecke haben, als Angriffskarte spielen. Bedeutet aber, das zählt als Angriff. Also sie kann nicht eine Attack-Karte spielen und dann eine Peak-Karte als Attack-Karte. Du kannst auch da nur die Karten halt als Angriffskarte benutzen. Außer sie hat halt die Waffe, dass sie mehrmals angreifen kann. In dem Fall sind 3 Leben halt echt nicht gut. Musst dann die wegmachen, die Punkte. Genau, so dass du 3 Leben hast. Da direkte Frage, könnte sie, wenn sie eine Waffe hat, die Waffe abwerfen und sich dann eine neue nehmen von jemand anderem? Oder muss sie eine Waffe spielen, um eine Waffe abzuwerfen? Hier steht nur, wenn ich keine Waffe ausgerüstet habe, darf ich ja nicht also spielen. Also tauschen geht wahrscheinlich. Ich frage jetzt, ob die deine Waffe abwerfen darfst und dann sagen kann, jetzt möchte ich aber eine neue ziehen. Also kann sie zieht ja keine neue, sie anequipt also ja ihre und zieht ja dann eine andere. Aber ich denke eher, also so wie es sich liest, if you have no weapon equipped, also der Effekt triggert meiner Meinung nach, wenn sie anfängt. Das heißt, wenn sie kann ihre Waffe wegwerfen und können dann nächste Runde eine nehmen, würde ich sagen. Alles klar, okay. Das ist ja die Frage. Also sie darf sie nicht equipped haben, sie darf sie ja nicht wegequippen, obwohl man da mal schauen müsste, wie man das macht. Shigo? Patschehändchen drauf. When your turns begin, draw 4 cards. At the beginning of your turn, you may only draw 1 card and get 2 shield. Moment. When your turn begins, draw 4 cards. At the beginning of your turn...
Ach so, okay, du kannst entweder 4 Karten ziehen am Anfang der Runde oder du ziehst nur eine Karte und kriegst 2 Schildpunkte. Schildpunkte gehen über Leben hinaus. Also kannst du dich Schild stacken mit dem? Ich würde sagen, du kannst Schild anhand deines Lebens stacken. Also du kannst 3 Leben und 3 Schildstacks haben. Okay. Okay. Und die sind quasi, die beschützen mein Leben. Also wenn mich jemand angreift, kann ich erst ein Schildstack wegmachen, genau, bevor mein Leben angegriffen wird. Okay. Es ist aber, es gibt andere Effektkarten, wo das direkt aufs Leben geht, zum Beispiel. Das also da, wo dir das Schild dann nichts bringt. Also du könntest auf 6 Leben dadurch kommen und kannst dann immer 4 Karten ziehen. Okay. Und bei Anne würde ich aber auch sagen, sie kann ihre Waffe wegwerfen, einmal pro Runde und eine Waffe von wem anders ziehen. Und wir spielen... Oh. If you die for the first time, don't show your roll card. Pick another character card and play with the drawn character instead. Boah, das ist auch nicht. Ich komme als... Was? Jawohl, ich habe 2 Leben. Oh, oh Mann. Shit, Flagge. Das war auch ein cooler Charakter. Wieder die Beine nicht rasieren. Also in der Serie. Das ist aber auch so viel. Ja. Das passt aber leider nicht zu meiner Rolle. Das ist sehr ärgerlich. Aha. Ach so. Aha. Your attack card deal 2 damage. You can play attack cards as much as you want. Players with 4 or less health only take 1 damage from your attacks. Bedeutet also, du kannst nicht jemanden... Ah ne, du kannst ab unter 4 Leben machst also, du halt nur noch einen Schaden. Aber du kannst so viele Attack-Karten pro Runde spielen, wie du möchtest. Das ist ziemlich stark. Also als Offensiv-Charakter ist das ziemlich stark. Also du könntest quasi dem Admiral jetzt erstmal locker Windschlag 2 Punkte machen, bis er nur noch 3 Leben hat. Ja, das möchte ich aber nicht. Aha. Ja, ja, klar. Das möchte ich nicht. Viola, every time you play a hard card, draw 2 cards. Oh, das ist auch gut. Wie drehst du jetzt nochmal? E und brauchst Q. du nicht, das macht es. Aber du kannst auch einfach da reinziehen. Automatisch. Dann... Ah. So, damit haben wir alle unsere Rollenkarten gelegt. Habt ihr euer Leben angepasst? Ich bin an der Leben. Ja. Aber wir haben sehr viele Low-Life-Charakter. Das ist gut. Ich würde sagen, ihr bringt euch einfach alle schnell gegenseitig um und dann ist es in Ordnung. Wobei Shibu kann sie ja wenigstens aufladen. Der Schild. Ja, immerhin. Ja. Ab jetzt wird gezogen. Kundran zieht zuerst. Ich darf nur eine ziehen. Nee, 9. Achso, stimmt. Du ziehst Karten anhand deines Lebens. Aber danach darf ich pro Zug so gesehen. Du hast dann Handkarten? Ja, okay. Genau. Und du darfst, glaube ich, so viele Karten haben, wie du Leben hast. Also wenn du jetzt eher nach 9 halten. Kundran hat hier voll die... Aber er ist nur am Anfang stark. Wenn er jetzt uns nicht direkt platt machen von alle... Jetzt zieht Anne 3. Ich brauche erstmal eine Stunde, um zu sehen, was ich hier überhaupt alles habe. Endlich ist das was. 2. 3. Okay. Okay. Das ist ja lustig. Kartenlayout ist cool, ne? Ja, überhaupt, die Karten an sich sind lustig. Ich finde meinen Charakter lustig. Hätten wir die Karten vorher mischen können? Wurden gemischt. Okay, dann habe ich einfach nur... Maru zieht erstmal 5 gleiche Karten, nämlich so 4. Er hat so einen Lack halt, ne? So, wir haben alle gezogen. Jetzt ist Kundran dran. In jeder Runde, die du dran bist, ziehst du 2 Karten. Kundran zieht aber sowieso nur eine. Achso, das ist seine Regel, ne? Ja, genau. Sein Charakter erlaubt es ihm, nur eine Karte zu ziehen. So. Das hier überschreibt trotzdem, also was heißt überschreiben? Das ist kein extra Effekt, der mich zweimal angreifen lässt, oder? You can only attack once per turn. This effect is above every other effect in the game. Das heißt... Gut, ja, das ist... Du hast nur einmal drauf. Ich dachte, das ist vielleicht halt dann sowas, also das ist kein normaler Attack oder so. Nee, aber du spielst, discard a card and attack someone. Also das wird derselbe Effekt. Also es ist ein Angriff. Es ist zwar nicht dieselbe Karte, aber du kannst nur einmal die Runde angreifen. Ich glaube, so. Da ist wieder dieses, in Anführungszeichen mich nicht. Aber du kannst attack. Immerhin mit der Waffe entscheiden, ob du eine normale Tech-Karte spielst oder ob du irgendwas wegwirfst, um anzugreifen. Ja? Das ist dir immer nur überlassen. Du kannst nur einmal die Runde angreifen. Also das sind zwei Möglichkeiten. Okay, ja, das stimmt. Die Frage stellt, ob es eine gute Idee ist, jetzt direkt eine Waffe zu spielen, weil Anne hat nächstes dran. Naja, wenn Anne mir was klaut, dann wissen wir, glaube ich, dass sie nicht gut ist.
Was heißt hier gut? Wer also, ist denn hier gut? Na, dann ist sie kein Marinesoldat. Nee, also was wir aber rausgefunden haben oder was halt wirklich Sinn macht, ist für die einzelnen Rollen, dass der Warlord sich halt erstmal ja, den Guten anschließen sollte und die Piraten wirklich schnell eigentlich eine Offensive eingehen sollen, weil solange die Piraten auch nicht wissen, wer in einem Team ist, kannst du nichts machen als Pirat. Ja gut, das ist wohl richtig, aber also... Ist das ja nur, ne? Das ist ein wichtiges... Admiral an, ja, vielleicht nicht den Admiral, ja, am Anfang musst du es ja tun, weil du halt auch random nicht wen anders angreifen kannst. Also, du musst irgendwie versuchen, schnell rauszufinden, wer jetzt deine Kollegen sind. Ich kann, also die so Karten hier kann ich einfach random wegwerfen zwischendurch, wenn ich sage, okay, jetzt will ich sie nicht mehr haben, oder? Genau, ja. Okay, kannst das hier ist quasi. Vielleicht ein Risiko, aber ich denke am Anfang ganz praktisch. Das ist eine sehr gute... Oh ja. Aber okay, das Problem ist, also Erkundung ist jetzt 3 weiter weg von dir, Anne. Wir Erkundung jetzt 4 Felder entfernt. Eine Distanz hast du, also +3. Dafür bekommt er doppelten Schaden, sollte er angegriffen werden. Aha, genau, richtig. Okay, deswegen ist es halt Risiko, aber ich denke gerade am Anfang, wenn noch keiner hier eine Waffe liegen hat, wenn Flocke halt einfach Kundran sicher. Angreift, bekommt er 4 Schaden. Das shit stimmt. Ich glaube, das Beste ist auch, glaube ich, sogar, wenn sie dann nochmal angreift, dann, jetzt, dann macht sie nochmal 4, oder? Weil du musst jetzt bei der Anzeige das machen. Weil er dann noch nicht unter 4 ist, ja. Genau. Das ist okay, krass. Also Flocke kann mich die Anzeige brauchst du, du siehst also, die Karten auch so, also Anne. Ich finde das so einfacher als die Anzeigen. Einer Runde dich auch 1 HP bringen. Ja. Also es sei denn, ich kann blocken. So, dann, ich muss ja eine Karte, ne, ich muss keine Karte abwerfen, nicht, oder? Nee, ich muss keine, ja, dann ist alles gut. So, Anne, jetzt ziehst du 2 Karten, weil du dran bist. Du hast, jetzt würde ich erst sagen, triggert deine Charakterfähigkeit. Also, das heißt, du kannst eine Waffe klauen von einem anderen Spieler, solange du keine Waffe equipped hast. Das hättest du in dem Fall nicht. Wollen wir die Waffenkarten dann extra ablegen, dass wir die sozusagen für Anne leichter wieder zum Rausholen haben? Ich glaube, so viel werden nicht weggeschmissen, aber ja, das könnten wir. Ja, okay. Ich weiß, alle und jetzt darf ich Sachen ausspielen, oder? Genau, du also kannst jetzt erstmal dich equippen. Du kannst so viele Karten in der Runde spielen, wie du willst. Du kannst jede Karte aber nur einmal spielen. Also zweimal dieselbe Karte im Zug geht nicht. Die Bazooka, das ist aber schon hart. Also Anne ist Warlord of the Sea. das macht jetzt keinen Sinn, dass du hier... Holy shit, ey. Du musst ja solo sein. Ja, damit kannst du alle also ich erkläre dir nur, was? Du greifst mit successfully der Waffe. Successfully attack someone, every player. Oh. Ich hab's nicht gelesen. Der hat nur gesehen, geil, Bazooka. Bazooka. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das. Anne killt einfach alle. Ich kill alle. Ich glaube, ich sollte Moby Dick wieder abwerfen. Nee, warte mal, gewinnen die Piraten auch, wenn nur noch ein Pirat lebt? Ja, ja, klar. Ja, also, die Piraten gewinnen. Also Piraten eigentlich nur der eine. Nur mal so gefragt. Also eigentlich ja nur der eine, weil die anderen so sind tot. Ja, aber wenn du es ja, wenn du es aber wie bei TTT siehst, Kundran gewinnt am Ende auch die Innocenz, obwohl du tot bist. Ja, die Traitor meinst du? Nee, wenn die Innocenz gewinnen, ach so, gewinnen nee. Auch die Innocenz, die tot sind. Das okay, und wenn jetzt die Karte hier hat kein so ein gekreuztes Waffensymbol, heißt das dann, es ist keine Waffe? Richtig, dann hat sie entweder so ein Hutsymbol wie, oder so ein Symbol, was Kundran hat, so ein Pferdchensymbol, so vom Läufer. Genau, es gibt noch so eine Schachfigur. Okay, also ich spiele das jetzt einfach mal. Nein, das ist ein Angriff. Das steht auch da, steht auf der Karte auch drauf. Das müsste die Elephant Gun gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Achso, ja. This can't. Das count as attack. Okay. Genau, das heißt, damit würdest du... Das ist eine Angriffskarte. Der einzige Unterschied zu dieser Angriffskarte zu normalen ist, die macht halt 2 Damage. Okay, dann spiele ich die hier. Das geht, ne? Ja, das geht. Das ist eine Karte, die du ausspielst. Jetzt ziehst du 3 Karten. Steroids. Erstmal Pillen anwerfen, Anne. Ja. Rampills. Die hätte ich auch gerne bei meiner Hand, ey. Okay. Und war es das jetzt, oder? Du darfst nur so viele Karten auf der Hand haben, wie du Leben hast. Und das war ich jetzt nicht so schlau. Karten, die, also das haben wir so gemacht, damit die Runden etwas schneller gehen, ist Karten, die du abwerfen möchtest, werden getriggert. Das heißt, du musst die Karten ausspielen. Was du abwerfen kannst, sind Blockkarten, weil die haben ja keinen Effekt, du könnt und so weiter und so fort. Aber die Karten, du wirst Peak up, dann ist es ein Attack. Oder? You can consider all P-Cards as deck. Musst du ja nicht. Ne? Okay. Ich trau mich nicht. Das ist auch nicht gut, wenn du jemanden angreifst. Also. Musst du jetzt abwerfen. Ja, wieso? Also einen kann sie auf jeden Fall angreifen. Wenn sie Marinesoldaten. Denk dran an, du musst immer noch 2 weitere Karten abwerfen. Könntest du sie trotzdem Shigo angreifen, weil Shigo ist ja der garantierte Kampf. Ja, aber dann bekommen wir alle Schaden. Ach so, das ist ja richtig.
Ja, das, dann hassen mich gleich alle und ich habe 3 Leben. Du musst noch eine Karte abwerfen, Anne. Ja, ich überlege gerade. Also, ja, vielleicht kann Shigo ja blocken, dann. Ja, du kannst eh nur Shigo angreifen. Die wird getriggert. Die Karte wird getriggert. Also wir kann ich ihn nicht. Genau. Also ist das jetzt schon zu spät? Nein, du musst. Also das erste Mal nicht. Du kannst jetzt noch zurücknehmen, aber wenn du Karten ablegen noch musst, werden sie ausgespielt. Du hast nur, also Anne hat nur Angriffskarten. Scheiße. Gut zu wissen. Das heißt, Flocke wird sterben, bevor sie dran ist. Das Anna hat natürlich direkt die Bazooka ausgepackt. Ja. Ich hab die Bazooka. Okay, weißt du was? Ich greife jetzt Shigo an. Aha, schön. So, Shigo kann den Angriff blocken, hat sie getan, ja, und dadurch bekommen wir aber auch keinen Damage. Ein Glück. Okay, Anna, jetzt ist nur die Frage, ob du fertig bist. Aber hier steht aber, if you successfully genau. Okay, ja, ich bin fertig, Shigo ist dran. Okay, ich, gut gemacht, Shigo. 4 Karten oder eine Karte, 2x Schild? Eine Karte ist einmal Schild. Das ist warte, lieber. Schildpunkte gibt's extra. Die sehen nämlich anders aus. Ah. Master of Shield. Jo. Wir nehmen natürlich auch erst Schild weg, wenn wir drauf Schaden machen, ne? Dann genau, es sei denn, es gibt eine Karte, die sagt, du ziehst direkt Leben ab. Ich kann immer, wenn mich jemand angreift, mir einen Charge geben auf das Ding und maximal 4 und krieg dann halt quasi eine Distanz dazu. Oh, cool. Ja. Okay. Weißt du, kannst bald sogar wieder, wenn du es möchtest, Kundran angreifen. Weiß nicht, erstmal. Nee, mit Distanz gehst du nur weiter weg. Du brauchst ja, du Range. Mit Distanz, oh, genau. Ich geh weiter weg, auch gut. Das ist, auch ich glaube, du musst eins weiter nach rechts mit dem Ding, oder? Ja, wieso? Doch egal. Okay. Doch, ich kann mein Schiff auch nach rechts legen. Eigentlich würde das Schiff hier mehr Sinn machen als. Aber eigentlich macht das Schiff da ja, mehr genau. Sinn. Ich klaue der Anne noch eine Karte. Misch. Was? Hast du davon, wer mich angreift, der kriegt aufs Maul. Ja, nimm einfach irgendeine, ist es egal. Weil ich nämlich nichts zu verlieren habe, denn mein Partner liegt nämlich offen da, meine Freunde. So schaut's nämlich aus. So, oh Gott. Ja, Anne, nur, oder für alle anderen auch, wenn ein Spieler von euch eine Karte klaut und von der Hand nimmt, deckt eure Karten bitte um. Weil da Shigo hat jetzt gerade deine Karte rübergezogen und dadurch konnten wir sie kurz sehen. Ah, okay, okay, ja, ergibt Sinn. Ja. Und damit bin ich fertig. So, übrigens, deine, das ist ja auch ein weiß, Punkt. Zählen. Deine Schildpunkte zählen nicht als ja, du darfst 6 Karten haben. Ja. Das war. Woher hast du jetzt eigentlich. Wo gibt es das Schild hier, wenn ich bin? Für ihre Fähigkeit. You may only draw one card and get two shields. Hier, Schild. Yeah. Ach, da Schild, dahinter Schild, okay. Das habe ich gerade gesucht. Ich habe einen The Going Merry. Ja. Ich bin ein weiter weg und ziehe jede Runde eine Karte mehr. Und dann habe ich hier noch eine schöne Waffe. Damit sniper ich auf eine 4er Range. Das könnte man noch nicht an. Nein, will ich auch gar nicht. Gut, will ich auch gar nicht. Warte mal, wie weit weg ist denn der Admiral? Dadurch ein doofes Schiff ist er von mir. 1, 2, 3, 6. Ne, 6 hat nur plus 3. Er ist 6 weg, ich hab plus 1, also er ist noch 1 zu weit weg für mich, aber das ist ja mir total egal. Weil. Wenn, wie war das, wenn einer stirbt, dann rücken alle näher ran? Genau, oder? Dann fehlt ja der Platz. Aber ich kann leider nichts mehr machen, also von daher ist passt jetzt Flocke. Das ist eine Waffe, okay. Die Waffe hättest du gebraucht, wenn nee. Anne. Also. Ja, ich merke das schon. Wie war das? Aber dann würdest du an mich rankommen, aber. Genau. Ja, das eigentlich brauchst du gar keine Waffe, Anne. Vergessen. Eigentlich braucht niemand außer dem Admiral Waffen. Das ist richtig. Nicht wahr? So, ich spiele jetzt erstmal meinen Köter. Köter? Lasso. Und zwar, muss ich nicht 3 Karten abwerfen und meinem Attacker einen Lifepoint stehlen, wenn er mich angreift. Ja, das ist aber trotzdem nicht so ein geiler Effekt. Ja, das schon, aber 3 Karten ist trotzdem ziemlich hart. Du hast halt nur 3 eigentlich auf der Hand. Ja, aber ich ziehe ja 2 nach, also. Ja, 3 Karten ist aber dennoch immer ziemlich ja, hart. Ja, rede alles schlecht da hinten, Pirat. Ja, das ist dein ganzes Leben. Das ist deine ganze Hand. Das wirft dann anderes Licht auf dieses Spiel, so. Ist das als Abwehr dann? Vor allem, also ich greife an und dann. Ja, if you get attacked. Also, das heißt, sie wird zu dem Zeitpunkt nur 3 Karten haben. Sie wirft also ihre ganze Hand ab. Nee, aber was Marus Frage jetzt war, ist, geht der Angriff dann trotzdem durch, wenn sie das macht? Nein. So. Okay, das war die Frage. Also, wird der Angriff geblockt damit quasi? Es ist ja das richtig, dass ich so viele Attack-Karten spielen kann, wie ich möchte, ne? Steht an deinem Charakter dran, ja.
Der Angriff geht durch, aber du... Nee, dann lege ich sie ab, das ist doppelt gemobbt. Nein, wir reden über deinen Hund. Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt zwei Karten. Nicht mehr über meinen Hund reden.